Und hallo zum neuen Part von Skyrim nach dem letzten Absturz. Ich hatte hier noch ein Schnellspeichern. Wir hatten gerade Lydia im Bild, weil ich ein bisschen Problemchen hatte wegen iPod, Monitor. Und ich lasse im Hintergrund auch noch jetzt die zwei neuen Uploads laufen für Call of Duty Part 11 und Skyrim Part 44. Ja, und ich nehme jetzt 45 auf. Ich weiß, ich bin wieder voll out of parts. Und ja, die Uhrzeit zu dem Spiel ist auch mal halbwegs ungewöhnlich. Den Grund erkläre ich, sobald man mal die kurze Uhrzeit sieht, weil ich weiß, das ist hier aber noch ein Bandit oder dergleichen. Ich weiß, dass wir hier beim letzten Mal Probleme bekommen haben mit dergleichen. Ich sehe ihn jetzt auch schon wieder hier angezeigt. Da haben wir wieder unseren Ork, den ich ja beim letzten Mal runtergeschrien habe. Ah, so, ihr meint das jetzt, ne? So, ihn habe ich erschossen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ihn echt getroffen? Oh, Lydia! Entschuldigung. Also, er ist tot. Den anderen hat sie jetzt wahrscheinlich auch schon erschlagen. Oh, gut, nehmen wir uns einfach mal mit. Letztes Mal hat sich auch, wie ja schon gehört, hat hier irgendwas geöffnet und ich habe es ja schon erklärt, soweit ich weiß. Oh, wie schön er hier auch wieder tot liegt, das ist ja göttlich. Ja, gut, gut, gut. Ich zeige einfach mal so die Uhrzeit hier, das Team Overlay. Wir haben 6.30 Uhr in der Früh, sonst wäre er ja 18.30 Uhr. Ne? Das Team macht es schon so mit diesem 24-Stunden-Prinzip. So, richtig. Die gewünschte Erklärung, ich kann ich auch einfach mal auslassen. Markart, Kartwasten, Kartwasten, Markart, Weißlauf. Ach ja, wir wollten ja nach Weißlauf. Weißlauf schickt uns hier lang, gut. So, einmal aus, dass wir wieder im Nahkampf mit unserem orkischen Streitkolben. Und... Nee, das ist alles. So... Wenn die wieder aufstehen sollte, dann schreibt mich an auf Facebook, SchülerVZ, ach was weiß ich noch, wo ich alles angemeldet bin, war und ich nie wieder online gehe. Also bei Facebook bin ich ab und zu noch mal zu sehen, ja, definitiv auch um mal die Links zu teilen. Ich höre Wölfe, ich drehe die Flasche auf, Grimmschluck. Die gewünschte Erklärung, genau. Ich nehme immer nachts auf, ich werde es auch weiterhin immer nachts tun, nur dieses Mal ist es auf morgens verlegt, da es gestern Abend nicht wirklich ging. Ja, ich war so im Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat sich sogar das Essen auf dem unnatürlichen Wege dem Magen befreit, des Magens entfernt, zurückgezogen. Ich habe gebrochen, so. Vollkommen easy, ich hatte auch einen Bauchschmerzen der übelsten Sorte, der Kopf dröhnte wie sonst was. Als ob man zu viel gesoffen hätte, ich habe aber überhaupt nichts getrunken, auch kaum was gegessen. Das bisschen, was ich gegessen habe, war demnach wieder weg. Mein Abendessen habe ich dann vorhin um 4, 5 Uhr dann zu mir genommen. Jo, moin. Warum so früh ich Abendessen gegessen habe? Ich hatte unglaublich großen Hunger und keine Lust mehr was zu machen, also mir das, was gestern da war, nochmal warm gemacht und das dann eben verputzt. Wo ist eigentlich unsere Markierung? Ist da hinten? Ach ja, wir wollten ja nach Weißlauf und von Weißlauf dann mit der Kutsche dorthin. Ich erinnere mich. Auf jeden Fall, ja, das ist verdammt früh. Ich bin out of parts und zwar in beiden Spielen, Call of Duty wie Skyrim. Deswegen nehme ich jetzt hier ein paar Skyrim auf. Und dann eventuell später, dann heute Abend, dann nehme ich nochmal Call of Duty auf und dann wird heute Nacht gerendert, dann gehe ich morgen früh ins Kino und da lege ich hoch. Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Wovon redet ihr? Der beste Spoon, der süßeste. Ach, schon wieder so eine. Natürlich zu einem guten Preis. Ah, ein Spitz, was? Ich kann mich jetzt also kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Also da haben wir wieder einen Ork gefunden. Immer unsere freundlichen Verwandten. Schon alles? Wirklich?
So, ich gehe jetzt erstmal gar nicht raus aus der Third Person, sondern ich schieße einfach mal so. Was absolut die Hölle ist und ich sehe auch kaum was. Hat die gerade Skuma genommen? Also Lydia, du zeigst es ihr jetzt, gib ihr den Gnadenstoß oder ich gebe ihr den Gnadenstoß. Haha, ist umgekippt. Also das Gold, Mondzucker, Baumsaft, Skuma. Das zu viel tragen. Hey, warum trage ich immer zu viel? Deswegen unbedingt auf Weißlauf, ne? Okay, was wiegt besonders viel und was ist absolut unnötig? Ja, ein Amulett, das können wir wegschmeißen. Na. Na komm. Irgendwas habe ich doch noch definitiv doppelt. Ja, Dietrich habe ich doppelt, ne? Ja, nee, ich meine jetzt etwas. Ah, verdammt, ich dachte, das ist ein Zauberbuch. Vom Büchern kann man, auch wenn man die lesen möchte, den Zauberspruch erlernen. Ja, gut. Ja, die Holzverlags wiegt eine ganze Menge, aber damit kann man Holz hacken und definitiv hatte ich vor, mir irgendwann Mod zu holen, um mir Pfeile selber schmieden zu können. Und dafür brauche ich dann Holz und dafür brauche ich dann die Holzverlags, deswegen jetzt schon beim Vorausdenken. So, finden wir mal raus, was der Riesenzieh drauf hat. Ausdauer senken! Gut, aber ich trage nicht mehr zu viel, ich möchte R drücken. Da, die Taste. Genau. Feines Spiel. Ja, gut. Also, mir geht's wieder super. Ich spiele wieder Skyrim. Ja, nee, gut. Lupo hat mir wieder ein paar Aufnahmen für sein Assassin's Creed gegeben, dass ich ja für ihn renne, da sein Renderprogramm voll für den Arsch ist und sein Router auch mal unter einen richtigen Mucken macht. Der kommt nicht mehr über 500 Kilobyte die Sekunde. Der Ärmste. Und ich habe 1,7 Kilobyte die... Megabyte die Sekunde. Habe ich da denn echt gerade einen Drache gesehen? So klammheimlich aus meinem Äuglein. Jo, da hinten ist ein Drache, oder? Also hören tue ich ihn. Und was möchte der Ork schon wieder von mir? Warum werde ich in letzter Zeit immer von Orks angegriffen? So, ich möchte dich schön mit dem Bogen erlegen. Das mache ich am besten, wenn du weit weg bist. War so beim Ansturm. Ha, du hältst ein Schild hoch und ich schieße über den Schild knapp hinweg. Ja, Entschuldigung, die läuft. Da ist es ein bisschen schwer, hin rumzuzielen. Im echten Kampf wird das keiner machen. Und so mit dem Bogen auf jemanden einzuhämmern, der direkt vor einem steht. Aber ich mache es ja, weil ich es kann und ich trage schon wieder zu viel. Mein Gott, so viel hat die doch gar nicht bei. Herrgott nochmal. Ja, hier war ich ja schon. Gehe ich mal von unten nach oben. Ja, okay, du hast eine Menge Gewicht, aber wiegt auch ordentlich, was? Bist auch ordentlich was wert? Bist eigentlich auch was wert? Und gut. Na. Bist was wert? Du wiegst nichts. Du wiegst nur ein bisschen, wiegst auch nur ein bisschen. Wiegst ein bisschen, 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 bisschen. So. Das meinte ich mit Zauberspruch lernen. Aber probieren wir mal aus, was Wildbret bringt. Ah, schlucken wir mal das Wildbret. Und lass mich retten, der Drache ist jetzt weg. Na, bei unserem Glück definitiv. Aber Weißlauf kann doch nicht mal allzu weit weg sein. Na gut, Markart, Weißlauf ist doch eine riesige Strecke. Aber wir waren schon in Rorikstadt. Und Rorikstadt gehört schon zum Fürstentum Weißlaufs. Also kann Weißlauf unmöglich noch allzu weit weg sein. Ist das nicht das da hinten schon? Also ich zeig's nochmal für euch. Ja, da hinten ist es schon. Da hinten haben wir Weißlauf. Damit Lydia uns folgen. Alter, ist das Alduin?
Alduin? Oh fuck, wir erleben gerade Alduin live beim Drachen wieder erleben. Oh mein Gott, das ist episch. Alduin, du Drecksack. Also ich frage mich jetzt gerade, was hier ein Bug ist, denn hier kommt gerade überhaupt nichts. Und alle in die Kanal gerade ist abgehauen. Also ich speichere ich jetzt einfach mal ab, weil ich absolut keine Ahnung habe, was das jetzt hier auf sich hat. Ne, also jetzt mal wirklich. Gut. Wir können das hier genauso gut abwarten. Kannst dich, okay. Aber ich glaube, wir haben gerade das Event hier gestoppt. Wobei die Sicht jetzt gerade doch relativ eingeschränkt ist. Und da steht die ganze Zeit dieser Strahl auf. Aber ich glaube, wir haben Alduin verscheucht. Wir haben hier gerecht. Echt? Also im Hintergrund höre ich immer noch diese Blitze und Donner- und Krachgeräusche. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Geht sofort. Netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Ich würde sterben. Ja, ich habe einfach jetzt keinen Bock, das Ganze hier mal wieder vorzulesen, weil sich hier die ganze Zeit irgendwie derselbe Kack wiederholt. So, auf jeden Fall das mit dem Drachen da hinten. Ich glaube gerade, wir haben echt das Event gestoppt, weil wir es geschafft haben, Alduin zu verjagen. Wir haben Alduin verscheucht und damit das Event aufgehalten. Kommst du, Lydia? Mann, jetzt mal ernsthaft. Ist das nicht episch? Da sollte ein Drache heraufbeschworen werden, um uns zu töten und wir... Sagen dann mal eben so ganz easy. Nee, ist nicht. Herr Alduin, sterbt mal eine Runde. Jag ein paar Fallen in ihn rein, treff allerdings nicht und er kriegt so viel Angst vor uns, Drachenblut, dass er abhaut. Echt cool. Aber jetzt haben wir hier die ganze Zeit dieses Umherschwirren der Blätter wegen des Windes, der anscheinend gekommen ist. Rätsel. Riesen. Irgendwo hier gibt es einen Anhaltspunkt. Die gibt es meistens. Okay, also wir haben hier gerade mitten in der Pampa ein Rätsel gefunden. Zwei Säulen. Hier in dem Kopf ist ein Vogel. Ich habe nur keine Ahnung, in welche Richtung wir den Vogel jetzt drehen müssen. Gut, lass einfach mal beide Vögel hier hin zu uns gucken. So, und dann aktiviere ich mal den Griff. Ne, das war anscheinend falsch. Auf jeden Fall hier wissen wir, dass hier ein Vogel hingehört. Ich bin direkt hinter euch. Geht ihr voran? Da ist er doch wieder, unser Drache. Ist das wieder Alduin oder ist das jetzt der Heraufbeschworene? Also ich frage mich jetzt gerade echt, was das die ganze Zeit mit dem Drachen soll.
Das ist der neue. Okay, wir sehen jetzt, bei ihm bringt dieser Wegschrein anscheinend nichts. Sonst wäre er definitiv weggeflogen, aber... Er hat leider nicht keine Reise ausgenommen. Ich frage mich gerade, was hier alles auf mich einhämmert. Och, Kackwölfe. Also, wir haben jetzt gerade hier einen, ich glaube, unseren allerersten richtig echt frei laufenden Drachen. Und ich möchte definitiv nicht dabei sterben, ihn zu erlegen. Auf jeden Fall, er zündet uns an, schlägt uns, beißt uns, kratzt uns, tötet uns. Aber da kann ich entgegenwirken mit der Ausdauer, die wir jetzt einfach mal skillen. Kann ich das neueste auf Einhandwaffen? Ich könnte Blocken verbessern. Bei Einhandwaffen kann ich... Ach, das ist zweihändig. Bei Einhand, da kann ich hier oben jetzt die andere Seite. Was wäre das denn? Abbrechen. Kritischer Angriff, ja, und Sprinten. Während des Sprintens, also Doppelwirbel, Zweihandwaffen, was bringst du? Ich bin mit zwei Waffen, ja klar. Dafür kämpfst du selbst mit zwei Waffen. Okay, wo habe ich denn, was kann ich denn hier machen? 10% Schaden vom kritischen Treffer, für mehr Schaden. Leichte Rüstung mache ich ja eh nicht. Blocken, was kann ich mal Blocken machen? Ja, dann machen wir hier das mit dem Schild. Damit wir vor Fallen sicher sind. Ich habe meinen Streitkorn weggelegt? Oder hat er den mir weggeschrien? Ich hau einfach mit der Faust drauf. Ich habe gerade einen Vertrag mit der Faust getötet. Ach guck mal, da sieht man übrigens unseren Ring. Wir sind Ringträger. So sieht man den Ring leider nicht mehr, aber ist auch egal. Amethyst, Drachenknochen, Drachenschuppen, Pfeil und Stahlpfeil. So, ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt episch langsam zurück, denn das Zeug, was ich jetzt aufgesammelt habe, möchte ich ungern zurücklassen. Also, gut, entweder episch langsam und ich spule die ganze Schause jetzt vor und schreibt doch für uns einfach gleich 3 Minuten gut. Oder, noch bessere Idee. Ihr müsst einige Dinge mit... Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Hier, guck mal, da sehen wir übrigens, was sie hat. Eisenpfeile, abgeschworenen Pfeile, Eisenpfeile, meins. Die Stahlpfeile kann sie ruhig behalten. Okay, aber jetzt kann sie für uns unsere Last tragen. Hat sie gerade so schön gesagt. Du kriegst erstmal unsere Drachenknochen und Drachenschuppen. Und damit sind wir wieder unterhalb der Traglast. Okay, und damit hat sie uns geholfen, wir haben ihr geholfen, ist auch allen geholfen. Da hinten brennt ein Feuerschirr. Ich habe gerade Weißlauf, lacht da hinten. Und wir haben immer noch diesen verfluchten Wind um uns rum, wegen Alduin. Echt mal der Drecksack. Okay, aber wie lösen wir jetzt hier dieses Rätsel? Hänge ich mich wieder an diesem Rätsel fest, ne? Hier haben wir überhaupt keine Hilfe. Vogel. Also wir haben auch überhaupt keine Hinweise. Den einzigen Hinweis, den wir haben, ist hier ein Vogel. Bei dir piept's wohl, ne? Ach, hier unten am Dreieck sieht man immer, was man wo, ob man das jetzt richtig dran hat. Hier haben wir jetzt den Vogel dran. Hier haben wir den Vogel, da haben wir den Vogel. Gut. Jetzt haben wir also wirklich überall den Vogel. Der ist allerdings falsch, anscheinend. Ah, hier haben wir es. Hier für ihn brauchen wir den Fisch. Er hat den Fisch. Hier bei dem solchen ist das abgebrochen und der meint Vogel. Da haben wir den Vogel. Und hier an der Säule allerdings ist überhaupt nichts dran. Lassen wir einfach da mal den Vogel. Das war nichts. Drehen wir einfach mal oder haben wir hier hinten an der Säule den Hinweis? Also ne, ich habe jetzt gerade nichts gesehen. Aktivieren wir auch mal den Griff. Gut, Schlange ist da richtig. Keine Ahnung wieso. Gut Glück halt eben. Mal gucken, was uns hier in die Truhe bringt. Auf jeden Fall haben wir ein Skelett und der hat für uns Knochenmehl. Und eine Truhe, die hat uns ein
potischer Verrat, Gold und Granatstein. Ist ja richtig schön. Und Weißlauf da hinten haben wir's. Lydia, ich brauch dich noch. Du hast ja meine Drachenknochen. Die würde ich auch ungern jetzt verlieren. Unseren ersten Freilaufdrachen getötet und davon auch doch direkt was abgestaubt. So, jetzt auch episch mit der Zeitlupe dran und uhuhu, der Finisher sah jetzt richtig schick aus. Mit dem fliegenden Pfeil, mit der Zeitlupe im Voraus und dann, ey. Also solche Finisher hätte ich gerne häufiger. Denn das sind die Finisher, für die ich eigentlich den Mode hier eingeschaltet habe, um solche Finisher zu erleben. Und da ist mir gerade das gesamte Spiel abgestürzt. Ja, super, wirklich das gesamte Spiel. Ja, gut. Die Steam Updates News habe ich sogar auch schon hier eingeblendet bekommen. Ich werde hier wieder ein wunderschönes Bild für euch basteln. Ja, gut. Und damit beende ich den Part schon mal nach 20 Minuten. Und nicht wie üblich erst nach 30, weil mir das Spiel wieder abgeschmiert ist und das komplett. Keine Ahnung, wo ich zuletzt gespeichert habe. Ich weiß nicht, ob... Na toll, der letzte Speicherpunkt ist vor dem Drachen. Sehen wir uns also wieder vor dem Drachen. Okay, also ciao, ciao.